Jo, herzlich willkommen, Freunde, zum nächsten Take TV Replaycast. Heute Nacht hier bei mir wieder mal zu Hause. Und ich hoffe, ihr habt gute Laune, habt Spaß auf ein neues Replay, nämlich Haarsops gegen Z-Rex bringe ich euch gerade mit. Diese beiden Jungs haben gegeneinander gespielt und das war ein Replay-Wunsch von euch. Und den wollte ich natürlich gerne erfüllen. Und hier bin ich mit am Start, wieder mal wie gewohnt natürlich mitten in der Nacht. Ich werde immer wieder nachts im Battle.net angeschrieben und die Leute wissen mittlerweile, was ich mache. Ach, du bist wieder online, du castest bestimmt Replays. Ja, so sieht's aus. Das mache ich jetzt in dieser Sekunde. Für euch habe ich wieder einige Games mit am Start. Wir befinden uns gerade auf Lost Temple. Das ist die Map, auf der wir sind. Z-Rex wird in Blau auftreten, hier als Terraner. Ein junger... Nein, so jung ist er gar nicht mehr. Er spielt schon ziemlich lange RTS-Games, war in Warcraft 3 schon eine Zeit lang sehr bekannt. Ein sehr guter Freund von Insomnia, der früher bei SK Gaming gespielt hat und auch die erste WCG in Warcraft 3 gewonnen hat, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Sehr, sehr starker Spieler und spielt extrem viel Ladder. Den sieht man leider Gottes, muss man sagen, nicht so allzu vielen Cups. Woran das liegt, kann ich euch leider nicht sagen. Auf der anderen Seite unseren deutschen Vertreter, ja natürlich, wer kann das anderes sein als Hasoops vom Team Mausbots? Der junge Mann spielt Protoss und ist auch ein Urgestein in der Szene. So lange bei einem Team zu sein, Respekt. Und vor allem, wer ist denn so treu? Und ich muss auch sagen, der hat definitiv auch andere Angebote gehabt, irgendwann mal zwischendurch in anderen Top-Teams zu spielen. Denn auch der junge Mann hat schon die EPS dreimal gewonnen und ist ziemlich gut am Start. Auch in StarCraft 2 mittlerweile extrem gut, hat wieder viel aufgeholt, hat viel geladdert. Zwischenzeitlich war er da ja, also er war jemand mit viel Potenzial, aber einfach nicht so aktiv. Und das hat sich dann auch bemerkbar gemacht. Hat zum Beispiel Dark Force die Finals versaut, 2-0 gegen ihn gewonnen, ziemlich klar. Also von ihm können wir noch viel sehen und erwarten. Und ich bin auch sehr gespannt, was er uns heute so zu präsentieren hat. TVP, ein schönes Matchup zum Obsen einfach. Also muss man einfach mal so festhalten. Auf LT auch noch, eine meiner Lieblingsmaps. Es gibt hier öfter mal richtig fette Fights, Late-Game-Fights mit 200-200-Fights, also beide wirklich Maximum an Einheiten und dann geht's richtig rund. Zum Spiel, wir sehen bisher ein Standard-Opening, aber da kommt der erste Unterschied. Da kommt die zweite Barracks, also ein Two-Racks-Opening hier auf Seiten von Z-Rex. Wird auch gescoutet von Hasops, er sieht auch den Reaktor und oh, vielleicht hat er ihn vorher nicht gesehen und ist extra nochmal zurückgefahren, um zu wissen, ob das ein Reaktor oder vielleicht doch ein Techlab ist. Das macht ja dann schon einen ganz guten Unterschied, ob da jetzt Marauder kommen oder ob da Marines kommen. Und somit weiß er Bescheid. Wir sehen hier auf der anderen Seite normale Build bisher. Also Gas, Gate, Cybernetics Core ist alles soweit mit am Start. Da kann man auch also nicht so viel cheesen. Und lustig ist, dass Hasops jetzt direkt sein Chrono Boost für einen Zealot nutzt, um wirklich rüber zu rennen und zu stressen. Oder wofür macht er das? Denn andererseits würde mich etwas wundern, baut jetzt direkt einen Stalker noch hinterher. Und stattdessen gibt es kein Eco-Gepumpe hier in Nexus. Oh, wird das hier ein Fog-Gate? Das wundert mich jetzt. Also Warp-Gate Research wird geschrono-boostet, baut jetzt zwei Stalker. Das Opening habe ich heute noch gesehen im Monatsfinale von Hasops. Und da dürfen wir gespannt sein, wie er weiterspielt. Doppelgas jetzt auf jeden Fall mit am Start. Auf der anderen Seite sehen wir Stim. Und das ist halt sehr komisch, weil er spielt halt sehr Unit-Heavy erstmal. Baut jetzt das zweite Gas. Also erwarten wir da auch keinen frühen Exe, sondern eher einen Push seinerseits. Und Hasops hingegen expandiert sehr früh. Wirklich sehr früh in dem Spiel, obwohl er wusste, dass er eine zweite Rex kommt. Da bin ich gespannt, wie er das halten kann. Also, da kommt der erste Stalker und der erste Zealot. Und da ist halt schon eine beachtliche Armee. Also, da bin ich sehr gespannt, was er da macht. Er spielt wirklich One Gate into Expansion. Und ich denke, da würde er noch zwei, drei Gates adden. Denn anders geht's ja auch gar nicht. Also, ich meine, was will er denn jetzt da gegen diese Armee machen? Hier kommen nochmal ordentlich Marines nach. Marauder werden gepumpt. Er hat Doppelgas. Stim ist halt in Erforschung. Das Doppelgas ist... Ich wundere mich, ob das jetzt überhaupt so viel braucht. Aber gut, Marauder und Stim am Anfang kostet ein bisschen was. Jetzt hat er, jetzt kriegt er halt so langsam sicher Overgas. Frage ist, ob er da jetzt irgendwas mit anstellt. Oder ob er dann gleich zu viel Gas hat und nicht weiß, was er damit machen soll. Das hätte er lieber in Mineralien investieren sollen. Denn ihr seht es, er sammelt und sammelt und sammelt. Vielleicht gibt es noch... Oh nein, da kommt das Starport tatsächlich. Also, so wie es aussieht... So wie es aussieht, übrigens, da fliegt die Factory. So wie es aussieht, will er dann doch langsam Schritt für Schritt tanken. Und sammelt jetzt schon mal fleißig Gas. Und natürlich könnte jetzt auch das nächste Upgrade kommen. Für die Marines.
Hier sehen die Units übrigens die Factory. Der Scout kommt. Die Echse wird also auf jeden Fall gesehen. Und die Frage ist, was macht jetzt Z-Rex dagegen? Im Prinzip, was soll er anderes machen als Go machen? Der hat eine ziemlich solide Armee. Pumpt hier weiterhin fleißig Einheiten. Und auf der anderen Seite haben wir halt wirklich nicht allzu viel. Jetzt sind hier mittlerweile auch schon 4 Gates und die Robo am Start. Also wenn Z-Rex sich jetzt noch zu lange Zeit lässt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da... Oder wartet er auf Medivex? Oh, er wartet tatsächlich auf Medivex. Und das Comet Shield Upgrade wird auch noch geupgradet. Ist die Frage, ob er erst dann den Timing-Push macht, wenn er ein Comet Shield Upgrade hat. Oder ob er es jetzt schon macht, wie wir es sehen. Mit 14 Marines, 4 Marauders, was echt viel ist. Und das ohne das Comet Shield Upgrade. Also es wird auf jeden Fall noch nicht fertig sein, wenn er jetzt Go macht. Da kommt der Observer, der nicht gesehen wird von Z-Rex. Da sehen wir, die Factory geht down. Und somit weiß Z-Rex alles. Er weiß Forgate, Robo, er weiß von der Ex, er weiß eigentlich so von ziemlich allem. Aber ich habe das Gefühl, ich werde krank. Das geht mir jetzt schon gegen Senker, gegen Strich, wie heißt das, oder? Ja. Oh Mann. Ich habe nämlich ordentlich Schnupfen gerade. Und wenn das so weitergeht, boah, dann verfluche ich mich. Wehe, wehe, wehe. Und ich packe mich schon jeden Tag immer so dick ein. Jo, übrigens, was kann ich, ist mir eingefallen, Adventskalender natürlich anschauen, ne, auf YouTube, hier TechTV Texen. Wir machen jeden Tag ein neues kleines Video für euch über den Adventskalender und kann ich nur empfehlen. Wird einiges Gutes noch kommen. Wir fangen langsam aber sicher an und es wird mit der Zeit besser. Da kommen noch ein paar richtig geile Sachen. Und da sehen wir den Push. 2 Medivacs, Mass Marine Marauder und der pullt hier einfach mal wie viele Arbeiter noch raus. 13 Arbeiter und hat eigentlich immer noch relativ viel, ja, Income, muss man dagegen sagen, wenn er jetzt nämlich hier auch nicht stressen kann. Aber dafür kommen mir die SCVs gerade ein bisschen spät. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, jetzt ist die Frage, wie viel... Oh, er droppt einfach hoch. Oh, das macht er sehr, sehr nice. Und da geht's los. Die Frage ist, bleibt er da, wie er ist? Oder geht er gleich wieder runter? Mit seinen Units. Er verliert nämlich jetzt auch einiges. Ey, das war teuer. Das war richtig teuer für Z-Rex. Hat hier ein bisschen was an Schaden anrichten können, hat aber viel mehr verloren, als er gewonnen hat. Und mit den SCVs jetzt diese Armee aufzuhalten, oh, das wird nicht einfach. Die Marine Marauder natürlich mit Stim hauen hier die Zealots ziemlich gut weg. Das Meat Shield ist weg. Jetzt kommen die Probes, die noch dazugezogen werden. Denn Haso weiß, wenn er hier den Fight hält, dann sieht es sehr gut aus für ihn. Und das sehen wir jetzt hier auch. Z-Rex. Oh, der macht aber noch mal ein bisschen Schaden. Zieht sich jetzt doch sicherheitshalber zurück. Und da kommt der erste Koloss. Also, ja, mit ein bisschen Micro, den Medivac wollte haben, hat aber nicht bekommen. Kann da vielleicht noch was gehen? Noch ein Stalker. Oh, Entschuldigung. Und da sind echt einige Stalker jetzt noch down gegangen. Trotzdem, Hasops mit einem guten Income. 1300. 46 Arbeiter gegen 20. Und 3 Barracks ohne Echse mit Medivacs im Gepäck. Ob das reichen kann, um hier nochmal zurückzukommen? Ich bezweifle das gerade sehr stark. Er hat halt echt wenig. Und auf der anderen Seite wird immer mehr Infrastruktur gebaut. Jetzt kommen hier nochmal 2 Gates dazu. Er hat halt die Kolosse auch mit am Start, wie wir da sehen. Und, nee. Da muss er sich aber jetzt was sehr Gutes einfallen lassen. Da wird jetzt expandiert. Das ist halt schon so eine Verzweiflungstat. Er weiß ganz genau, dass wenn der Toss jetzt hier einmal ein Go macht und der sitzt, dann ist eigentlich rum. Er müsste jetzt eigentlich vielleicht viele kleine Drops machen, viel Eco kicken, den Gegner in der Base halten und dann selber wieder aufbauen. 4. Barracks ist jetzt mit am Start. Es werden weiter fleißig Arbeiter gebaut. Oh Mann. Koloss Nummer 2 ist es, glaube ich. 3 sogar mittlerweile. Schon gleich am Start. 6 Gates, die muss er noch eben umwandeln in Warp Gates. Und ich wundere mich, wieso Hasops noch nicht Go macht. Hat auch nicht Stalker in der Base. Er vermutet auch solche Drops. Aber bis dato noch kein Drop da. Es ist einer auf dem Weg. Den hat er auch gesehen übrigens mit dem Observer. Hier. Ja. Aber so ganz sicher ist sich Z-Rex auch nicht. Wartet und wartet. Will den Gegner natürlich da vielleicht mit hinhalten und hofft, dass die Stalker gleich weggehen. Und wenn das hier so weiterläuft, jetzt ist die 2. Ex im Bau. Na gut, immerhin hat jetzt Z-Rex seine Expansion und baut hier noch einen Orbital Command. Hat schon Einheiten runtergeslidet, hat halt auch nicht so viele Arbeiter. 26 gegen 57, das ist schon ein sehr massiver Unterschied. Glücklich natürlich für ihn, dass er schon einige Vikings hat. Vielleicht nochmal eine Fuhr.
Und na, da kommt Nummer 5 und Nummer 6 kommt jetzt auch gleich. Dann kann er die Kolosse mit gutem Micro eventuell rausholen aus dem Spiel. Die Jungs stehen da, warten, warten und warten. Also, Hasop sehr defensiv, hat 130 Supply, hat wenige Stalker mit im Fight. Ich denke, der Rest. Oh nein, der holt den Rest jetzt mit dazu. Und jetzt hat er seine Armee vereint. Und ich denke, dass wir jetzt gleich den Go sehen werden. Von Hasops mit 134 Supply. Wir sehen das APM von Zerix übrigens relativ gering. Units lost bisher im Spiel. 45 gegen 19. Also der Tausch bisher extrem gut für Haso. Hat die Ex im Rücken, hat viel weniger Einheiten verloren und hat natürlich jetzt auch sehr viel mehr Einheiten. Also das spricht wirklich in jeglicher Hinsicht für ihn. Und da geht es los. Oh, da zieht sich Z-Rex direkt zurück mit 90, 91 gegen 141 Supply. Wer weiß, was er da anstellen kann. Jetzt mit den Vikings auf die Kolosse. Macht auch relativ viel Schaden. Schöne Force-Fields hier gesetzt. Die Bio-Armee ist gut gesplittet. Und Hasos macht das auch wirklich sehr gut. Focus feiert hier einen Viking nach dem anderen raus. Aber das hat er gut gemacht. Und ja, diese Bio-Armee ist dann wirklich nur noch Marauder, gehen unter. Da das GG und Hasos setzt sich durch. So einfach kann es gehen mit Protoss, aber muss auch dazu sagen, der Push ging ein wenig in die Hose. Die SCVs hat er zu spät mitgezogen. Das Drop, also wirklich der Drop hier oben mit den Units hin, da hat er mehr verloren, als er gewinnen konnte. Er hätte lieber unten warten sollen und dann durchmarschieren mit seinem ganzen Bio-Ball. Ich glaube, dann hätte er recht passable Chancen gehabt. Aber so kann es gehen. Das sind, denke ich, die Fehler gewesen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dieses Replay kommentiert, bewertet natürlich aber auch und eventuell auch den Channel abonniert. Also, bis zum nächsten Replay. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis dahin.